Am frühen Morgen des 31. August stürmten rund 200 Polizeibeamte mit vorgehaltener Waffe 28 Wohnungen und Häuser in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ziel dieser Operation war die Gruppe Roter Aufbau Hamburg. Gegen sie wird wegen der Bildung einer kriminellen bzw. terroristischen Organisation nach § 129 und 129a ermittelt. Wie der deutsche Staat diese Paragraphen einsetzt, um gezielt Linke und Kommunisten auszuspionieren und zum Schweigen zu bringen, seht ihr in diesem Video. Paragraph 129 ist wohl einer der relevantesten Paragraphen des politischen Strafrechts in Deutschland und auch bekannt als Schnüffel- und Gesinnungsparagraph. In den Paragraphen 129 geht es um die Bildung einer kriminellen Vereinigung. In seinen Geschwisterparagraphen 129a um die Bildung einer terroristischen Vereinigung und in Paragraphen 129b um die Bildung einer terroristischen und kriminellen Vereinigung im Ausland. Nun klingt das erstmal selbstverständlich, dass Kriminelle und Terroristen verfolgt werden sollen. Und tatsächlich werden auch Kriminelle und Mafiabanden und Mitglieder islamistischer Terrororganisationen mit Hilfe dieser Paragraphen verfolgt. Doch hier geht es um etwas komplett anderes. Die benannten Paragraphen sind etwas Besonderes im Strafrecht, da sie nicht auf konkrete Straftaten, die einer Person vorgeworfen werden, abzielen, sondern sich gegen eine Person alleine wegen ihrer Gesinnung oder ihrer vermeintlichen Mitgliedschaft in einer Organisation richten. Es reicht also für die Ermittlungen aus, dass die Polizei oder Staatsanwaltschaft eine Person zu einer Vereinigung rechnet, welche nach ihrer Ansicht gemeinschaftlich Straftaten vorbereiten könnte. Konkrete Gesetzesverstöße der betroffenen Person müssen gar nicht vorliegen. Damit verstoßen diese Paragraphen gegen die rechtsstaatlichen Grundsätze des Schuld- und Tatstrafrechts, wonach jeder Mensch nur nach seinen eigenen Taten und seiner eigenen Schuld bestraft werden kann und nicht etwa wegen seiner Weltanschauung. Die Paragraphen 129, 129a und 129b dienen also als Gesinnungsstrafrecht. Allerdings bringt dieser Widerspruch die Behörden und Gerichte nicht von ihren Ermittlungen ab. Tatsächlich haben diese Paragraphen ihre Wurzeln in einer Zeit, in der die bürgerlichen Rechte in Deutschland noch nicht einmal auf dem Papier galten. Schauen wir uns doch mal an, woher diese Paragraphen kommen. Der Vorläufer der heutigen Paragraphen ist schon mehr als 150 Jahre alt. Im Reichsstrafgesetzbuch existierte der Paragraph 129 seit dem 15. Mai 1871. Damals im Kaiserreich wurde er im Rahmen der sogenannten Sozialistengesetze eingesetzt, um die junge und kämpferische SPD zu bekämpfen. In der Weimarer Republik und später dann im Hitlerfaschismus erreichte die Verfolgung mit dem Paragraphen seinen Höhepunkt. Er wurde gegen alles und jeden angewandt, der sich gegen die herrschende Ordnung richtete. Besonders bitter ist, dass es auch nach der Niederlage des deutschen Faschismus ähnlich weiterging. In den Jahren 1956 bis 1968 ging man dann dazu über, ganze legale Vereinigungen und Parteien wie die KPD zu verbieten. Mehrere hunderttausend Ermittlungsverfahren, vor allem gegen Kommunistinnen und Kommunisten und Gegner der Wiederaufrüstung Westdeutschlands, wurden in dieser Zeit eingeleitet. Alleine mehr als 200 Organisationen sind seither als Nachfolgeorganisation der KPD verboten worden. Zusätzlich wurde der Paragraph 129 in den 70ern noch erweitert. Nun stand auch jede Unterstützung oder die sogenannte Sympathiewerbung unter Strafe. Im Gesetz ist das bewusst unscharf formuliert, sodass etwa Menschen, die damals öffentlich ihre Sympathie mit der RAF bekundet haben, schon unter diesem Paragraph verfolgt werden konnten. Dazu kommt noch, dass ein Verfahren nach § 129a und b einen eigenen Haftgrund darstellt und die Terrorverdächtigen, anders als normale Untersuchungsgefangene, komplett überwacht werden, einschließlich den Kontakt zu ihren Verteidigern. Nicht nur das, die Briefe zwischen den Gefangenen und ihren Verteidigern werden einem Richter vorgelegt. Falls der Richter zu dem Schluss kommt, dass die Post nicht verteidigungsrelevant ist, kann er diese zensieren. Sollte er davon ausgehen, dass es sich beim Verteidiger um einen Unterstützer handelt oder er mit den Taten der Mandanten sympathisiert, werden die Ermittlungen auch auf die Anwälte ausgeweitet. Mit diesen Paragraphen schafft sich der Repressionsapparat ein Arsenal an Mitteln gegen organisierte Linke und Kommunisten, die selbst ohne konkrete Straftaten eingesetzt werden können.
Und gerade die aktuellen Beispiele zeigen, dass die Behörden nicht zögern, dieses Arsenal auch einzusetzen. Dieses Arsenal ist mit den technischen Mitteln immer größer geworden, aber auch klassische Methoden finden sich noch da drin. Zum Beispiel werden Nachbarn oder Arbeitskollegen befragt, um genauere Infos zu der Person herauszufinden. Etwas moderner sind die Bewegungsprofile des Handys und die Auswertung der Kommunikation, also mit wem die Person wann, wie oft etc. schreibt und telefoniert. Dazu können noch die Wohnungen verwanzt werden und selbst Kameras können in den Wohnungen installiert werden. Mittlerweile hat der deutsche Staat auch einen eigenen Staatstrojaner, den er politischen Gegnern auf den Computer spielen kann und womit manche Verschlüsselungen umgangen werden können. Dass die Behörden gerade die Computer und die Internetverbindungen überwachen wollen, sollte heutzutage niemanden überraschen. Vor ein paar Wochen ging der Kommunistenprozess gegen die Mitglieder der TKPML in München mit hohen Haftstrafen zu Ende. Im Rahmen ihres Prozesses nach § 129b wurden sie über viele Jahre mit allen Mitteln der Polizei und Geheimdienste ausspioniert und verfolgt. Damit wurde ein klares Zeichen in Richtung aller organisierter Linke von Seiten des Staates ausgesendet, nämlich, dass in diesen Zeiten der größten Wirtschaftskrise des Kapitalismus alle Befürworter des Sozialismus zum Schweigen gebracht werden sollen. Ganz ähnlich wie das damals vor 150 Jahren gegen die revolutionäre Sozialdemokratie getan wurde. Das Ziel dieser Paragraphen ist es, die linken Organisationen zu durchleuchten und alles Mögliche an Informationen aus ihnen herauszuziehen und gegebenenfalls auch ein paar Personen hinter Gitter zu bringen. Dadurch, dass jeder und jede im Umfeld der Beschuldigten einfach zum Unterstützer erklärt werden kann, sollen auch die betroffenen linken Organisationen isoliert werden. Dagegen hilft nur, dass man gerade in Zeiten, in denen die Repression am stärksten ist, die Differenzen beiseite schafft und solidarisch ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen kriminalisiert werden, weil sie sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Ganz konkret sieht man auch, dass die Ermittlungsbehörden zum Teil große Probleme beim Ausspionieren hatten, wenn ein paar Regeln eingehalten wurden. Deswegen macht es Sinn, eure Festplatten zu verschlüsseln, weil richtige Verschlüsselungen kaum zu knacken sind. So ähnlich ist es auch mit euren Internetverbindungen. VPNs oder das Tor-Netzwerk sichern eure Verbindung zumindest so gut ab, dass es wesentlich mehr Aufwand bedeutet, wenn man euch beschnüffeln will. Was auch selbstverständlich sein sollte, eure Telefone sind tragbare Peilsender und Aufnahmegeräte, die dazu noch mit dem Internet verbunden sind. Deshalb solltet ihr die zu Hause liegen lassen, gerade wenn ihr auf Aktionen unterwegs seid. Denkt immer dran, nur weil ihr nichts Verbotenes tut, heißt es nicht, dass der Staat euch nicht überwacht und verfolgt.